Rishi Sunak macht das Rennen. Der Ex-Finanzminister von Großbritannien wird neuer Premier. Als einziger Bewerber versammelte er die erforderliche Unterstützerzahl von mindestens 100 Abgeordneten, wie die konservative Partei am Montag in London mitteilte. Damit wird Sunak automatisch Nachfolger der bisherigen Tory-Parteivorsitzenden und Regierungschefin Liz Truss, die nach nur 44 Tagen im Amt zurückgetreten war. Die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, die sich ebenfalls beworben hatte, zog am Montag ihre Bewerbung zurück und erklärte, Sunak zu unterstützen. Der frühere Premier Boris Johnson, der erst kürzlich nach mehreren Skandalen zurückgetreten war, hatte bereits am Sonntag auf eine Bewerbung verzichtet. Die sechswöchige Amtszeit seiner Nachfolgerin Truss war von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägt. Sunak, ein ehemaliger Hedgefondsmanager, steht nun vor der schwierigen Aufgabe, Großbritannien durch die Wirtschaftskrise zu führen und seine zerstrittene Partei zu einen.